Was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video und heute aktualisieren wir den Händler Guide. Ein Video, das ich vor circa 3 Monaten gemacht habe und das mittlerweile einfach nicht mehr up to date ist. Deshalb denke ich, ist es Zeit, gerade wenn wir so viele neue Spieler haben, auch mal da wieder reinzuschauen und ich würde sagen, wir legen los. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ich mache zurzeit ausschließlich Escape from Tarkov Videos, darunter sehr viele How to Escape from Tarkov Videos. Wenn euch solcher Content also interessiert, einfach ein Abo dalassen und kein Video mehr verpassen. Wir sind jetzt hier im Händlermenü und haben eine Übersicht über die verfügbaren Händler, darunter Skier, Peacekeeper, Fence, Prapor und Therapist. Und jeder Händler hat so sein eigenes Spezialgebiet, lohnt sich also aus unterschiedlichen Gründen zu leveln. Und ansonsten habt ihr hier an der Stelle nicht besonders viel Interessantes, was ihr einsehen könnt. Was vielleicht so die wichtigste Kennzahl hier ist, ist die Zeit, die bis zum nächsten Reset der Händler vergeht. Denn es gibt bei den Händlern unterschiedliche, teilweise sehr beliebte Artikel, die sehr, sehr schnell nach dem Refresh ausverkauft sind. Da ist es immer gut, einen Überblick zu behalten, wann denn der nächste Refresh ist. In der Regel ist es genau zur vollen Stunde. Die anderen Zahlen brauchen euch nicht besonders interessieren. Ihr habt hier die Reputation, zu der wir gleich noch kommen werden. Und daneben eben die Geldmengen, die der einzelne Händler zur Verfügung hat. Zurzeit kein besonders interessantes Thema. Es gab auch mal Zeiten, da haben einzelne Händler hin und wieder keine Kohle gehabt. Und das war natürlich blöd, wenn man bei ihnen was verkaufen wollte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt als nächstes zu den einzelnen Händlern rein. Und ich erkläre euch, wofür der Händler denn spezialisiert ist und warum ihr ihn leveln solltet. Und wann ihr diesen Händler den anderen Händlern gegenüber beim Hochleveln bevorzugen solltet. Und ich würde sagen, wir beginnen oben und arbeiten uns so langsam nach unten durch, gehen also gleich mal beim Skier rein. Skier ist ein Spezialist für Kleidungsstücke und aller Art Waffenmodifikationen, vor allem für russische Waffen, für AK-74s, für AKMs, für Shotguns und so weiter und so fort. Und hat aber auch das ein oder andere westliche Teil, wie man jetzt hier zum Beispiel diesen MOE Carbine Stock sieht. Ansonsten kann man bei ihm kaufen Rucksäcke, man kann Westen kaufen, man kann Schutzausrüstung kaufen. Manche Items, wie ihr hier sehen könnt, haben keinen Preis oben links in der Ecke stehen. In dem Fall steht jetzt hier eine 7 und 2 Pfeile links und rechts. Das bedeutet, dass dieses Item nicht gekauft werden kann, sondern nur getauscht werden kann. Und wenn wir dann auf das Item draufgehen, sehen wir, er möchte 7 Goldketten für so eine wunderschöne Ford Armor haben. Und für das Headset zum Beispiel möchte er 10.983 Rubel. Ansonsten, Skier ist einer der wichtigsten Händler. Für jemanden, der AK und oder gerne die russische Waffenfraktion spielt, ist er wahrscheinlich sogar der wichtigste Händler. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, was man in den unterschiedlichen Klassen denn so alles beim kaufen kann. Das heißt, wir gehen einmal hier auf Level 1 und sehen, wie wie Skier aussieht, wenn man ihn noch gar nicht gelevelt hat, also noch auf Stufe 1 ist. Und da bietet er nicht besonders viel an, allerdings wird das PK06 schon anfangs ein für euch sehr beliebtes Item sein. Und ansonsten auch noch die HP-Ammo für die AKM und die Vepr wahnsinnig interessant. Und letztendlich dann auch noch der MBSS-Rucksack, der so einer der besten ist, die ihr am Anfang bekommen könnt, also die ihr direkt kaufen könnt. Ansonsten bietet er schon die ein oder andere Waffe zum Kauf an, unter anderem eine Waffe, von der ich denke, dass sie für jeden Anfänger die Wahl der Wahl sein sollte, und das wäre die AKM VPO 136 Vepr. Das ist einfach eine Waffe, die sehr, sehr stark ist schon von Beginn an, die relativ wenig Geld kostet, die hohen Schaden macht, und man muss sich zwar zwingen, gut zu zielen mit der Waffe, weil es eine Single-Fire-Waffe ist, aber dafür belohnt sie einen richtig gut. Ansonsten bekommt man beim Skier dann auch noch diese komische TOZ, die neue kleine Shotgun, wenn da jemand scharf drauf ist. Und ihr seht, was schon so eine Auto-Shotgun kostet, die ist schon wieder teurer als eine Vepr. Also meine Meinung, Einstiegswaffe Nummer 1, und deshalb ist Skier am Anfang auch so wichtig. Wenn wir dann auf Level 2 kommen, ihr seht hier jetzt nur Items, die auf Level 2 neu dazukommen. Dann sehen wir, es gibt schon den schönen Scav Backpack. Wir können endlich auch eine Körperpanzerung kaufen. Eine gute Körperweste, die Kopfhörer, die bei vielen sehr beliebt sind.
und wir steigen schon ordentlich ins Waffenmodding ein, bekommen hier Bauteile für Waffen, die einfach wahnsinnig wichtig sind, wie zum Beispiel dieses Tactica Tula Mount, das für die Scopes hinten auf dem Dustcover von der AK gedacht sind. Für Waffenmodding kommen noch Videos, also da keine Angst, wir werden uns damit beschäftigen. Und ansonsten, wenn wir auf Level 3 weitergehen, haben wir weitere Kleidungsstücke, größere Rucksäcke, noch mehr Anbauteile, die Möglichkeit dann auch mal Euros gegen Rubel zu tauschen. Neues Tactical Rig, Schalldämpfer tauchen hier das erste Mal wirklich prominent auf. Ja, dafür ist Skia einfach gut und sobald wir auf Level 4 sind, wird es dann richtig verrückt. Da gibt es dann diese wunderschönen Rüstungen, die besten Westen. Hier gibt es sogar für 8.583 Euro, was in etwa 1 Million Rubel sind, gibt es hier das Nachtsichtgerät und wunderschöne Sniperwaffen. Also, wer solche Sachen mag, der ist beim Skia absolut richtig. Wenn es euch darum geht, die Ostblockwaffen zu benutzen, also die AKs zu benutzen, die Shotguns zu benutzen, dann ist Skia der Händler für euch und generell ist Skia einfach wichtig, weil er der Händler ist, der euch die ganzen guten Kleidungsstücke verkauft und unter anderem auch die beste Panzerung, wie ihr sie hier eben seht. Als nächstes kommen wir zum Peacekeeper, das ist unser westlicher Händler. Weil er eben die ganzen westlichen Waffen und Anbauteile verkauft und einer der beliebtesten Händler bei vielen. Ich gehe mal auf die Komplettauswahl und dann seht ihr auch, was er alles anbietet. Also hauptsächlich Anbauteile für die M4 und für die MP5, für die MPX. Eine neue schöne Waffe, die dazugekommen ist, ist zum Beispiel die RSASS. Eine wunderschöne 7,62 mm DMR und auch einen fantastischen neuen Helm, den es mittlerweile im Spiel gibt. Nicht sehr günstig, wie man sieht. Und Peacekeeper ist der Händler, zu dem ihr oder den ihr als erstes hochleveln müsst, wenn ihr eben die westlichen Waffen spielen möchtet. Ihr müsst euch aber im Klaren darüber sein, dass die Waffen wahnsinnig teuer sind, nicht nur in der Anschaffung und dem Modding, sondern auch im Unterhalt, weil diese Waffen zu reparieren kostet einfach ein Schweinegeld. Und wenn wir uns jetzt hier mal von Level 1 aus nach hinten durcharbeiten, wir sehen, auf Level 1 bekommen wir schon die verschiedenen Chest-Rigs, haben auch den MBSS-Rucksack, können hier das IFAC kaufen, ein sehr, sehr wichtiges Item für die Heilung am Anfang. Eine Scaff-Weste, die ihr anfangs vielleicht sogar öfter kaufen werdet, je nachdem, ob ihr jetzt hier in Dollar kaufen wollt oder beim Skier in Rubel. Das könnt ihr dann für euch entscheiden. Und er verkauft uns von Anfang an schon M4-Munition, falls wir da mal eine finden sollten, dass wir die auch gleich benutzen können. Auf Level 2 kommen dann andere Sachen dazu, wie zum Beispiel der Rucksack, nur dass wir den hier bei ihm tauschen können. Und das relativ einfach gegen eine Grafikkarte und so eine Energiesparlampe. Ansonsten haben wir hier dann auch schon den Hybrid-Schalldämpfer. Das ist ein Schalldämpfer, der auf sehr, sehr viele Waffen geht und sich definitiv lohnt auf Level 2. Das ist echt wichtig. Dann kriegen wir hier auch das erste Mal das Nachtsichtgerät und haben dann, was sehr beliebt ist am Anfang, die Möglichkeit, eine MP5 gegen 10 von diesen Scaff-Messern zu tauschen. Definitiv empfehlenswert, wenn ihr so die Factory-Fraktion seid. Auf Level 3 kommen dann schon deutlich mehr Anbauteile für die M4 dazu. Da wird es dann richtig interessant, die M4 auch zu modden. Und wir bekommen auch unsere Vierfach-Scopes. Bekommen auch schon Anbauteile für die RSASS, die in dem Stadium noch gar nicht zu bekommen ist. Aber hier wird es dann lustig, weil hier könnt ihr dann die M4 auch tatsächlich kaufen. Das heißt, wir können einmal die Short Barrel M4 gegen 4 MP153 Shotguns tauschen. Das ist sehr, sehr gut. Und wir können aber auch für 1229 Dollar eine M4, eine Long Barrel M4 einfach kaufen. Und diesen Tausch werdet ihr nicht hinkriegen, weil die SSDs noch nicht im Spiel drin sind. Zumindest habe ich noch nie eine gefunden. Und die Flash Drives im Moment auch so selten, dass das sich einfach nicht lohnt, danach zu suchen. Ansonsten meine Lieblings-Factory-Waffe, die MPX, die lohnt sich definitiv. Da auf jeden Fall mal reinschauen. Auf Stufe 4 kommt dann dazu der Beta-Container, der ist interessant für jeden, der die Standard-Edition hat, ist eben ein Sicherheitscontainer, der nochmal zwei Slots zusätzlich bietet und dann haben wir auch wieder unterschiedlichste neue Modding-Variationen und natürlich auch endlich den geilen neuen Helm und die RSASS, auf die sehr, sehr viele Leute einfach wahnsinnig scharf sind. Also nochmal Peacekeeper,
der Händler, der gelevelt werden muss, wenn ihr auf westliche Waffen steht und bereit seid, ein bisschen Geld liegen zu lassen. Dann kommen wir zu einem sehr interessanten Händler, und zwar Fence. Fence ist deshalb interessant, weil er uns Sachen verkauft, die andere bei ihm verkauft haben. Und das führt immer zu den interessantesten Angeboten. Also hier könnt ihr tatsächlich mit etwas Glück die besten der besten Items schießen und vor allem auch viele Quest-Items schießen, die andere Spieler verkauft haben, weil sie entweder die Quest schon erledigt haben oder weil sie nicht wussten, dass sie das Item später noch für eine Quest brauchen. Also es lohnt sich immer wieder mal beim Fans reinzuschauen und immer wieder mal zu aktualisieren, um zu sehen, ist denn hier irgendwas Geiles da, damit ich mir was kaufen kann, was mir fehlt. Ich zum Beispiel gehe gerne mal her und aktualisiere einfach mal durch und versuche jeden Schlüssel zu kaufen, der mir unbekannt ist, weil die Schlüssel so zu suchen ist manchmal ein bisschen anstrengend und hier hat man dann teilweise doch etwas besseren Erfolg. Leider einen Tipp, den ich nicht mehr exklusiv habe. Deshalb ist es mittlerweile deutlich schwieriger geworden, hier geile Items zu bekommen. Aber ja, Fans, wie gesagt, einfach ein klasse Händler für solche Sachen und immer wieder mal reinschauen. Allerdings muss man dazu sagen, bitte beim Fans im Idealfall nichts verkaufen, denn er zahlt die schlechtesten Preise von allen. Als nächstes möchte ich noch dazu sagen, bevor wir kommen nachher noch zum Leveling, aber Fence ist ein Händler, den man zwar leveln kann, bringt uns aber keinen Vorteil, also das könnt ihr bleiben lassen. Und dann sind wir schon beim Prapor, ein weiterer wahnsinnig wichtiger Händler, der sehr, sehr viele Items hat, die ihr immer wieder braucht. Vorrangig, wie ihr sehen könnt, einiges an Munition. Und beim Prapper müsst ihr sehr schnell sein, wenn ihr bestimmte Munitionstypen bekommen wollt, denn in der Regel sind die besten Munitionstypen innerhalb von wenigen Sekunden nach Refresh der Händler ausverkauft. Aber generell ist er natürlich auch einer, der schön viele verschiedene Waffen verkauft, die es sich lohnt, sich mal reinzuziehen. Und auch so ein Händler, der eher für die Ostblock-Variante, die Ostblock-Waffen zur Verfügung steht. Auf Level 1 seht ihr, verkauft er uns nicht besonders viel, außer zum Beispiel interessant sind hier die AKSU und der Kolpak-Helm. AKSU auch eine sehr, sehr schöne, günstige Waffe, mit der ihr den Einstieg wagen könnt. Die kostet in etwa so viel wie die Vepr, die ich euch vorher empfohlen habe. Ist allerdings sehr viel kompakter und hat Autofeuer, ist dafür auf Entfernung nicht so präzise und macht weniger Schaden. Aber definitiv für den Einstieg eine gute Waffe. Dann auf Level 2 bekommen wir noch dazu endlich die Möglichkeit, eine AK-74N zu kaufen. Für viele immer noch die Variante, wo man hingeht, wenn man denn eine neue Waffe braucht oder relativ frisch ist und eine gute Waffe braucht. Die AK-74N ist einfach ein super Teil. Und was auch interessant ist, man hat hier die Möglichkeit, eine AK-74N in komplett schwarzer Ausführung für zwei dieser Werkzeugsets zu bekommen. Das ist deshalb interessant, weil man diese Werkzeugsets später auch für in etwa 10.000 Rubel kaufen kann und dann kann man quasi so eine AK-74N für lediglich 20.000 Rubel ergattern. Und wenn man dann noch eins davon findet, dann sind es vielleicht sogar nur 10.000. Interessant wird es dann hier auch, es gibt für verschiedene Waffen Schalldämpfer, wie zum Beispiel für die AKM, für die Vityaz gibt es einen Schalldämpfer. Und das PSO-Scope ist sehr, sehr cool am Anfang, wenn man ein bisschen auf Entfernung kämpfen möchte. Ab Level 3 haben wir dann die Möglichkeit, noch verschiedene Waffen mehr zu kaufen, bekommen endlich auch dieses Recoil-Pad für die AK. Das ist ein Schulterpad, was hinten auf die AK draufkommt und nochmal ordentlich den Recoil reduziert. Die AK-74N ist mittlerweile mit ihrem Original-Buttstock und diesem Gummipad hinten drauf die für Recoil beste Variante. Also, hat es gerade Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Also der beste Buttstock für die AK-74N ist der Original-Buttstock mit diesem Gummipad, wenn es um Recoil geht. Also definitiv einen Blick wert. Sehr, sehr viel günstiger zu modden, als wenn ich da hinten einen M4-Stock drauf mache. Dann gibt es hier auch weitere Schalldämpfer, zum Beispiel einen Schalldämpfer für eine Saiga und für die TT-Pistole. Da auch mal reinschauen. Und dann haben wir hier zum Beispiel einen für die AKS-74U. Und für die AK-74N auch ein Schalldämpfer. Halt alles ab Level 3 Prapor.
Auf Level 4 kommen dann, wie gesagt, diese Werkzeugsets dazu, die man für nur etwas über 10.000 Rubel kaufen kann. Die neue Pistole, die es mit dem letzten Patch reingeschafft hat. Noch ein paar geile Waffen, die man im Tausch bekommen kann. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Und dann haben wir auch hier schon die AKS-74UB mit vorinstalliertem Schalldämpfer und Modding-Material für diese neue Pistole. Also, man muss dazu sagen, Prapo ist vielleicht der enttäuschendste auf Level 4, wenn man so möchte. Wobei, es gibt noch eine, zu der kommen wir gleich, die ist noch enttäuschender. Wenn ich von noch enttäuschender spreche, dann muss natürlich Therapist dazu kommen. Therapist, wie ihr sehen könnt, habe ich persönlich noch nicht auf Level 4. Ich habe allerdings einen Screenshot, was sie denn so alles hat, wenn sie auf Level 4 ist. Wir beginnen mal mit Level 1. Da seht ihr, man kann eigentlich nicht besonders viel bei ihr kaufen. Ist natürlich aber trotzdem am Anfang wichtig, um eben diese AE2s, die Painkiller, Bandagen und die Splints zu bekommen. Ansonsten Wasser und Sauri, dieses Essen. Ja, muss nicht unbedingt sein. Die wenigsten gehen wirklich mit Lebensmitteln in den Raid. Ansonsten ist sie aber wichtig, weil sie uns die Maps verkauft für die unterschiedlichen Karten. Da lohnt sich es definitiv, von jeder eine mitzunehmen, denn die sind natürlich wichtig, um den Spawnpunkt auszuwählen am Anfang der Runde. Auf Level 2 wird es dann schon interessanter, denn da lässt sie uns das First Aid Car Kit kaufen. Das ist ein Erste-Hilfe-Set, was uns gleichzeitig Blutungen stillt und auch die Möglichkeit bietet, Lebenspunkte wiederherzustellen. Und das ist einfach ja schon doch deutlich komfortabler, wie für alles eben zweierlei dabei zu haben. Wir können dann auch die Ifax tauschen, allerdings, ja, sechs von diesen Winston-Zigaretten ist ein bisschen übertrieben. Und auch für das Salewa ein so ein Xenomorph. Das Xenomorph findet man so selten, dass die wenigsten von euch da wahrscheinlich großartig tauschen werden, sondern eher selbst auf die Suche nach den Salewas gehen werden. Auf Level 3 gibt sie uns dann die Salewas zum Kauf. Die Dry Fuel, was im Moment noch keine Funktion hat, auch die Matches haben noch keine Funktion. Und das Werkzeugset, was wir, wie gesagt, gegen eine AK-74N eintauschen können. Und dann wechseln wir mal rüber auf meinen Desktop, denn da habe ich den Screenshot, den mir ein Kollege gemacht hat, von Therapist Level 4. So, Therapist Level 4 sieht dann so aus. Und was hier neu dazugekommen ist zum Beispiel dieser Geiger-Counter. Allerdings sehr, sehr teuer, den würde ich eher suchen. Dann haben wir das Grizzly First Aid Kit. Das ist ein First Aid Kit, das ist so mehr oder weniger das Schweizer Taschenmesser unter den First Aid Kits ist. Es heilt Brüche, stillt Blutungen und stellt Lebenspunkte wieder her. Allerdings hat es so eine lange Anwendungszeit, dass ich es persönlich gar nicht mehr verwende. Aber viel, viel wichtiger an der Stelle ist dieses Eye Case, das Item Case. Das ist eine Kiste, die viermal so viel Platz bietet, wie sie selber wegnimmt. Die kann man für 12.267 € kaufen. Und unten einen Money Case, das bietet 20 Plätze, wenn ich mich nicht täusche, für Geld und nimmt selber aber nur 6 weg. Also dafür sind sie ziemlich cool. Das Money Case bekommt man für eine Rolex und 4 Goldketten, wenn ich mich nicht täusche. Also auf jeden Fall wert, Therapist auf Level 4 zu leveln, denn vor allem für Leute, die eine Standard-Edition von dem Spiel haben, ist das die einzige Möglichkeit zurzeit, den eigenen Stash eben zu erweitern. Bevor ich es jetzt vergesse, weil ich die Item Cases angesprochen habe, wir gehen noch mal kurz zum Skier. Der Skier, was ihr jetzt hier seht, verkauft dieses Weapon Case. Das ist ein Waffenkoffer, der ebenfalls das Fünffache an Platz bietet von dem, was er selbst wegnimmt. Und da gehen eben Waffen rein, Magazine rein, Waffenanbauteile, Munition. Also definitiv wert, sich auch diesen Koffer anzuschauen. Eine weitere Möglichkeit für Standard-Editionsbesitzer, ihren Stash zu vergrößern. So, jetzt kommen wir zum Leveln der Händler, denn dazu brauchen wir verschiedene Dinge. Und ich bin jetzt mal bei Therapist, weil sie eine ist, bei der ich noch nicht alles erreicht habe, um auf Level 4 zu kommen. Deshalb ist sie vielleicht das beste Beispiel. Wir sehen hier oben rechts, welches Level ich habe und was mein aktuelles Ansehen, mein aktueller Stand bei dieser Händlerin ist und sehen dann, was ich benötige, um zum nächsten Level aufzusteigen. Und wir sehen, sie möchte haben, dass ich selbst Level 35 bin. Das ist rot, das habe ich noch nicht erreicht. Sie möchte ein Ansehen haben von 0,6, oder ich soll bei ihr ein Ansehen haben von 0,6, das habe ich schon längst erreicht. Und ich muss 600.000 Rubel Umsatz gemacht haben, das habe ich auch schon längst erreicht. Umsatz heißt, egal ob ihr verkauft, ob ihr einkauft, ob ihr versichert oder repariert, das alles läuft auf diesen Umsatz. Ich weiß, hier steht Spend,
Ist eigentlich das falsche Wort, denn letztendlich geht es da nicht um nur ausgegebenes Geld, sondern tatsächlich um den Umsatz. Und da seht ihr, habe ich schon deutlich mehr bei ihr gemacht. Also ja, sollte es soweit keine Probleme geben. Level 35 ist eine Weile hin, deshalb habe ich mir den Screenshot schicken lassen. Ich wollte das Video zu den Händlern einfach schon deutlich früher rausbringen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wie erreiche ich eigentlich die Loyalität hier, die ich hier hochleveln kann. Und da sind wir schon bei den Tasks. Bei jedem Händler gibt es die Möglichkeit, Missionen zu erfüllen. Also nicht bei jedem Händler, sondern bei den vier Haupthändlern, die ich euch gezeigt habe. Fans ist da außen vor, den, wie gesagt, braucht man nicht leveln, da bringt es auch nichts. Man kann ihn zwar leveln, aber es bringt uns keinen Vorteil. So, ich kann so eine Mission wie diese hier jetzt annehmen. Ich würde die Mission anklicken und könnte dann hier oben auf Accept klicken und dann ist die Mission angenommen und ich bekomme dann eben gesagt, was ich in der Mission erledigen soll. Bitte passt auf, Missionen, die ein Zeitlimit haben, sorgen für eine Minus-Reputation. Das heißt, ihr könnt auch ins Minus gehen, was das Ansehen angeht und könnt dann doof auf die Schnauze fallen. Es gibt zum Beispiel ganz am Anfang bei Skier eine Quest, da müsst ihr ihm eine von diesen Ford Armors abliefern, die ich euch gezeigt habe, so ein Helm. Und so eine Ford Armor hier. Und wer jetzt nicht die Edge of Darkness Version hat, der und diese Items eben gleich mitbekommt, der kann da ein bisschen Schwierigkeiten haben, die zu finden, denn die spawnen in der Regel pro Map einmal an irgendeinem Bot, wenn überhaupt. Und den dann zu finden und zu töten und letztendlich das Item rauszuziehen, ist wahnsinnig schwer. Also besorgt euch für die spezielle Quest jetzt zuerst die Items, bevor ihr die Mission annimmt. Und dann könnt ihr die direkt abgeben, sobald ihr die Mission angenommen habt. Zu guter Letzt dann die beiden Hauptfragen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Bei welchem Händler sollte ich verkaufen, um am meisten Kohle zu kriegen? Und welchen Händler sollte ich als erstes leveln? Zum Verkaufen. Wenn ihr Sachen habt wie Schmuck, Antiquitäten, Bitcoins, Lebensmittel, Medical Equipment. Das sollte alles bei Therapist verkauft werden, denn die zahlt dafür die besten Preise. Wenn es jetzt zu Waffen kommt, ist so ein bisschen abhängig davon, welche Währung ihr haben wollt und welchen Händler ihr vielleicht auch ein bisschen umsatztechnisch hochbringen wollt. Ganz klar, Peacekeeper für alles, wenn es um Dollar geht. Wenn ihr Do Dollar haben wollt, dann müsst ihr bei Peacekeeper verkaufen. Kein anderer gibt euch Dollar. Ihr könnt zwar Euro und Dollar dann später. Euro und Dollar. Ihr könnt zwar Rubel und Dollar dann später tauschen, aber macht Sinn, das einfach so direkt zu machen. Also wenn ihr gerade scharf auf Dollar seid, dann verkauft beim Peacekeeper. Peacekeeper ist deutlich unaufgeregter, was jetzt den Ankauf von Waffen angeht, als es mal war. Früher hat er Waffen, in denen Munition drin war, nicht angekauft. Mittlerweile ist er da vollkommen unkompliziert. Ihr könnt einfach alles reinhauen. Wenn ihr Rubel wollt, dann entscheidet euch zwischen Skier und Prapor, beziehungsweise ich mache es immer so, dass ich die Waffen auseinanderbaue und wirklich komplett in ihre Einzelteile zerlege und alles, was Skier kauft, verkaufe ich ihm, denn er zahlt die besten Preise und danach den Rest bei Prapor verkaufen. Und so holt ihr dann wirklich das Maximum raus, denn Skier zahlt für die Teile, die er kauft, deutlich bessere Preise, als es Prapor tut. Und deshalb macht es in dem Fall dann auch Sinn, die Waffen auseinanderzubauen. Es macht allerdings keinen Sinn, die Waffe auseinanderzubauen und dann die Einzelteile alle beim Prapor zu verkaufen. Ihr bekommt dann genauso viel, als hättet ihr ihm die Waffe direkt so verkauft. Zur Frage, welchen Händler sollte ich als erstes leveln? Macht euch da nicht mehr verrückt. Es ist wahnsinnig gut möglich, alle Händler parallel zu leveln. Und immer rechtzeitig, wenn ihr selbst beim entsprechenden Level angekommen seid, auch die Umsätze bei den jeweiligen Händlern am richtigen Punkt zu haben und auch das Ansehen am richtigen Punkt zu haben. Früher war Peacekeeper the way to go. Also wer Peacekeeper hochgelevelt hat und schnell die M4 hatte, der war der King, denn die M4 war die mit Abstand beste Waffe, die hat am wenigsten Recoil gehabt, die Patron mit dem meisten Schaden, die höchste Feuerrate und so weiter. Das ist mittlerweile alles deutlich abgeschwächt worden. Die AK-74N ist eine sehr viel günstigere und sehr, sehr ebenbürtige Waffe und die AKM ist jetzt mittlerweile mein Lieblingsprunkstück. Die nehme ich immer am liebsten mit und diese Waffen sind eben deutlich günstiger, als es die M4 ist. Also ja, es ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig, den Peacekeeper schnell hochzukriegen, wie es eben damals der Fall war.
Wenn ihr unbedingt jetzt irgendeinen Händler zuerst leveln wollt, ich würde gucken, dass ich Therapist vielleicht zuerst auf Level 2 bekomme. Sie verkauft mir diese Car-Kits. Und ansonsten würde ich hergehen und Skier oder Peacekeeper auswählen, je nachdem, was euch am wichtigsten ist, ob ihr westliche oder russische Waffen haben wollt. So, ich hoffe, dass ich in dem Video alles angesprochen habe, was ihr euch erhofft hattet von so einem Händler-Video, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, einfach ein Abo und ein Like da lassen, dann verpasst ihr das nächste Video auch nicht mehr. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da und erzählt mir in den Kommentaren, was euch nicht gefallen hat. Nur so kann ich mich verbessern. Und ansonsten bleibt mir wieder nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank für die Unterstützung in letzter Zeit. Ihr seid wirklich Wahnsinn. Ja, vielen, vielen Dank. Haut rein und tschüss.